für jeden Fehler, den ich sage, einen Shot. Ne? Am Ende seid ihr komplett besoffen. Schicksalsschläge, die mich sehr getroffen haben, die mich komplett aus der Bahn geworfen haben. Ich konnte mir das natürlich nicht anmerken lassen, dass ich dahingehend so traurig war. Ich kann nie schlafen, wenn er fährt, weil der fährt wirklich wie eine gesenkte Sau. Und hab ich immer Guten Morgen, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie lange habe ich diesen Satz nicht gesagt? Es ist unglaublich, was hier los war. Ich werde es euch heute in diesem Video ein bisschen erklären, ein bisschen was erzählen. Macht es euch gemütlich. Ich werde mich nämlich jetzt gleich mal hier hinsetzen und mich ein paar Minuten ausruhen, denn wir haben gestern 30 Solarpanels hochgetragen aufs Dach für unsere Photovoltaikanlage. Ich spüre jede Faser meines Körpers. Ich bin so kaputt. Und deshalb, ja, gönne ich mir jetzt ein paar Minuten. Macht es euch bequem, holt euch was zu trinken. Ihr wisst, ich bin eine kleine Labertasche. Vielleicht wollt ihr euch ja die Fingernägel lackieren und habt Freude daran zu erfahren, was bei mir so los war. Es war einiges. Auch nicht so schöne Sachen. Ich werde euch aber in diesem Video, das habe ich mir fest vorgenommen, ein paar schöne Impressionen und Sequenzen einblenden von einem wunderschönen Ort. Ich hoffe, ihr habt Freude daran. Falls ihr euch schon die ganze Zeit gewundert habt, was es mit diesen vertrockneten Blumen hier auf sich hat. Ja, ich sollte sie mal entsorgen. Ne? Habt ihr natürlich völlig recht. Diesen Blumenstrauß hier, den habe ich von meinem Ehemann zum Hochzeitstag bekommen. Und zu diesem Strauß hier gibt es eine wunderschöne Geschichte. Für mich die beste des Jahres. Ich stelle euch mal eben ab. Sonst bricht mir mein Arm ab. Ich bin wirklich so kaputt. Falls ihr Geräusche hört, ja, die tapsen gerade da oben auf dem Dach rum. Also, ich habe mir vorgenommen, euch ein bisschen was zu erzählen. Es wird eher ein Labervideo, aber wie gesagt, ich habe auch ein paar schöne Sequenzen vorbereitet. Ganz viele von euch haben mir die Daumen gedrückt. In meinem letzten Video hatte ich euch erzählt, dass es ein bisschen unklar ist oder vielmehr absolut in den Sternen steht, ob es mit Italien klappen wird oder nicht. Zum einen habe ich mir natürlich viele Gedanken gemacht bezüglich der ganzen Regeln und so weiter, habe mich dann aber auf der Seite des Auswärtigen Amtes, ja, ich habe alles durchgelesen, habe dazu recherchiert und geschaut, was nötig ist. Und zum anderen, ja, war das für mich eben total schlimm, dass mein Mann nicht mitkommen kann, denn das war von vornherein klar. Er muss ganz viel aufholen. Er war ja während des zweiten Lockdowns zu Hause. Und deshalb war klar, dass er auf gar keinen Fall Urlaub machen kann. Das waren so diese beiden Kriterien. Ich hatte einfach Schwierigkeiten, ne, mit dieser Entscheidung. Ich werde übrigens dieses Video auch so wenig wie möglich schneiden. Ich quatsche jetzt mit euch, als würde ich mit einer Freundin quatschen, beziehungsweise mit einer Freundin. Ist es nochmal ein Ticken anders, denn da ist es nicht schlimm, wenn ich mich verspreche oder wenn auch mal ein Schimpfwort fällt. Ihr wisst, ich könnte es nicht, ich kann es nicht lassen. Aber auf YouTube ist es nochmal was anderes, ne? Wenn man da was Falsches sagt, wird man sofort gehatet und dann kommt die YouTube- bzw. Instagram-Polizei vorbei. Ganz schlimm auf Instagram, wirklich. Ich habe zum Beispiel Solaranlage gesagt, als ich das erzählt habe. Und dann kam sofort, nein, 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 das ist keine Solaranlage, das ist eine Photovoltaikanlage. Ja, naja, gut, niemand ist perfekt, ne? Jedenfalls, ja, war das halt für mich so, diese Kriterien waren eben im Vordergrund und dann habe ich mich aber letztendlich dazu entschieden. Für meinen Mann war es völlig okay, hat gesagt, komm, ich weiß, wie sehr du deine Mama vermisst, deine Verwandtschaft, das Meer, das schöne Wetter, das leckere Essen. Aber wie gesagt, es war auch keine leichte Entscheidung, denn es stand fest, dass ich auf gar keinen Fall fliegen werde. Das ist ultra kompliziert, meine Mama wohnt sehr, sehr weit vom Flughafen entfernt. Hätte bedeutet, dass ich ein Auto mieten muss und das ist alles andere als lustig bei uns unten im Süden. Jedenfalls habe ich aber Angst gehabt um mein Auto, denn uns wurden ja schon einige Autos geklaut. Und als Frau mit so einem Auto ist es jetzt auch nicht so ungefährlich. Sagen wir es einfach mal so, lassen wir es da stehen. Ich weiß, es hört sich auf Deutsch total komisch an. Aber der erste Satz meiner Mutter, egal wo wir geparkt haben, war immer, oh mein Gott, hoffentlich passiert nichts mit dem Auto. Und hast du abgeschlossen, ist stets sicher. Ja? Wir haben dann Leute bezahlt, die aufs Auto aufpassen und so weiter. Also ja, das versteht man auch nur, wenn man da unten im Süden aufgewachsen ist. Jedenfalls bin ich losgefahren. Ich war 24 Stunden unterwegs. Es sind 1600 Kilometer.
bin am Stück gefahren, natürlich kurz angehalten, um zu tanken. So rum ist es grammatikalisch richtig. Der Gianluca war fürs Tanken zuständig, meinen Reifendruck, denn ich hatte ein großes Problem auf der Heimfahrt mit einem Reifen, der irgendwie nicht so wollte, wie ich wollte. Und der Alessandro, der war zuständig fürs Navigationssystem. Ich hatte noch den Liam dabei, also drei Kinder. Und das war auch so süß, weil sie gesagt haben, Mama, wir würden dir ja helfen mit dem Fahren. Wir können ja fahren, aber wir dürfen nicht. Ja, deshalb bin ich die Strecke logischerweise alleine gefahren. Mir macht das nichts aus. Ich liebe es, Auto zu fahren. Das Feedback auf Instagram war dahingehend so, dass ganz viele geschrieben haben, oh mein Gott, wie konntest du dir das zumuten und wie hast du das nur geschafft? Ich bin schon nach 3 Stunden Autofahrt kaputt und wie machst du das? Also ich bin es gewohnt, viel Auto zu fahren, lange Strecken zu fahren. Mit meinem Mann wechseln wir uns ja immer ab, wenn wir nach Italien fahren. Da ist es natürlich einfacher, wobei ich kann nie schlafen, wenn er fährt, weil der fährt wirklich wie eine gesenkte Sau und habe ich immer Angst. Von Kind auf kenne ich das, dass wir eben mit dem Auto nach Italien fahren. Wir sind auch schon geflogen, aber das ist halt äußerst kompliziert mit so vielen Kindern. Und wie gesagt, man hat dann dort das Problem, dass man immer angewiesen ist, immer fragen muss, kannst du mich dahin fahren, weil das mit der Autovermietung sehr kompliziert war bisher. Mir macht das nichts aus. Natürlich gibt es die, die dann nach 10 Stunden Fahrt irgendwo anhalten, sich ein Hotel buchen, sich ausruhen und dann wieder losfahren. Aber ihr müsst euch das ja auch so vorstellen, mit 3 Kindern, dann packst du wieder die Koffer aus, am nächsten Morgen erstmal frühstücken, dann vergeht wieder total viel Zeit, alle Koffer wieder ins Auto und dann wieder losfahren. Das ist für uns nichts, weil wir generell wenige Tage zur Verfügung hatten bisher schon immer, also 8 bis 9 Tage. Und wenn du dann allein schon 2 Tage für die Hinfahrt brauchst und 2 für die Rückfahrt, bleibt dir ja nicht viel Zeit dann in Summe bei deiner Verwandtschaft. Und deswegen haben wir das schon immer so gemacht. Es war schön, als ich angekommen bin. Ich war schon erleichtert natürlich, dass alles gut geklappt hat, denn es war auch eine Riesenverantwortung. Das ist natürlich auch klar, aber ich war schon auch ein Stück weit stolz. Ich weiß, was mein Papa zu mir gesagt hätte, wenn er das so mitbekommen hätte, dass ich das so alleine gemacht habe. Und es war schön, meine Mama wiederzusehen. Es war sehr ungewohnt, natürlich auch sehr, sehr traurig, nicht ans Haus fahren zu können, das meinen Eltern gehört hat. Wir haben ja alles verkauft. Meine Mama hat was Neues gekauft. Ich konnte mir das natürlich nicht anmerken lassen, dass ich dahingehend so traurig war. Ja, das war eben ganz, ganz schlimm. Aber gut. Das soll ein schönes Video werden und jetzt kein trauriges Video. Also ich hoffe, dass ich es schaffe, nicht zu weinen. Ich habe hier in Deutschland den Wunsch geäußert, dass ich gerne in eine Masseria fahren wollen würde, falls es Deutsch war. Eine Masseria ist, für alle, die es nicht wissen, wie so eine Art, ja, wie soll ich das erklären, Bauernhof, der aber auf, also der renoviert wurde, aber auf alt renoviert wird. Ich kann es schlecht erklären, aber ich blende euch ja gerade Bilder ein. Diese Masseria, ich sag's euch, die war so, so wunderschön und ich wollte das erst mit den Jungs abklären, denn ich habe gewusst, es ist definitiv nichts für Teenager. Es war zwar ein Pool da, beide Jungs haben es abgesegnet, haben gesagt, nee Mama, es ist total in Ordnung. Ich habe einfach Ruhe gebraucht. Ich wollte dorthin, um 2 Tage wirklich mal kurz abzuschalten. Es ist so unglaublich viel passiert in den letzten Monaten, Wochen. Schicksalsschläge, die mich sehr getroffen haben, die mich komplett aus der Bahn geworfen haben. Und deswegen habe ich mir gewünscht, 2 Tage wirklich mal etwas Ruhe zu bekommen.
Und die Jungs haben es, wie gesagt, abgesegnet, haben gesagt, Mama, es ist total in Ordnung. Ich habe ihnen ja dann auch versprochen, dass wir ans Meer fahren, dass sie dann auf jeden Fall Spaß haben werden. Und meine Mama wohnt nicht in der Nähe vom Meer, also das musste ich halt alles organisieren und schauen, wie ich das hinbekomme. Aber diese 2 Tage in der Masseria habe ich mir gewünscht. Wir sind dort angekommen und diese Schönheit, diese Architektur, da gab es ja auch Trulli. Apulien ist ja bekannt für die Trulli, es ist ein Wahrzeichen, würde ich jetzt mal so sagen. Da haben früher die Menschen darin gewohnt, die eben auf dem Feld gearbeitet haben. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt so genau nennt. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ne? Ich muss jetzt erst wieder so reinkommen. Ich habe ja schon lange kein Video mehr gedreht. Ist auch ultra schwierig, hier Videos zu drehen. Ich habe nicht so viel Lipgloss drauf gemacht, ne? Deswegen die ganze Zeit. Selbst meine Kinder, und das war das, was mich so glücklich gemacht hat, selbst sie haben diese Schönheit dieser Architektur gesehen. Der Alessandro hat ständig Bilder gemacht. Immer und immer wieder hat er mir gesagt, oh Mama, schau mal da und guck mal hier und boah, wie schön. Und das hat mir so viel Freude bereitet, einfach, dass sie in so jungen Jahren diese Schönheit einfach schon sehen. Kinder, also was interessiert die, wie das Haus gebaut wurde, ja? Diese Entstehung, dieses Gebäude, der absolute Wahnsinn. Und alles, was dort auf den Tisch kam, was man gegessen hat quasi, wurde auf dem Feld der Masseria produziert. Alles. Die hatten auch noch andere Tiere, also kleine Häschen und Schweinchen und alles Mögliche, ne? So kleine Ziegen. Und da hatte der Liam natürlich auch seinen Spaß. Und der ruft uns, ne? Hallo. Hallo, genau. Wink dem mal, dem Huhn. Aber Hans. Ja, wenn der wüsste, was ihm bald passiert. Und das Beste war der Esel. Dieser Esel, ja, der hat es mir total angetan. Ich liebe ja Esel, für alle, die es nicht wissen. Ich liebe Esel. Und der war so gepflegt, der war einfach wunderschön. Wir sind dann da immer hingelaufen und der Liam hat ihm Karotten gegeben und Brot. Die Zeit werde ich nie vergessen. Das waren nur 2 Übernachtungen, ne? Aber das hat mich absolut glücklich gemacht und ich brauche keinen großen Luxus. Tatsächlich ist es für mich einfach so, dass es stimmen muss, wer um dich rum ist, wer dich begleitet. Und alles andere ergibt sich von selbst. Dann ist natürlich auch noch das Wetter schön, das Essen ist gut und dann, ja, geht es einem definitiv besser. Wir sind dann von der Masseria nochmal zu meiner Mama nach Potenza, haben eine Nacht dort verbracht, weil in dem Hotel, das ich dann gebucht hatte, keine Zimmer frei waren zu dem Zeitpunkt. Habe ich ja alles von hier aus organisiert und dann sind wir nach Kalabrien gefahren. In der Nähe von Tropea war das Hotel, in Capo Vaticano. Von den Bildern her wirklich alles wunderschön. Das Hotel war direkt am Meer, also du bist quasi 5 Sekunden gelaufen und warst direkt am Meer. Ein Riesenpool, alles wunderschön. Aber das Einzige, was dort in dem Hotel wirklich gepasst hat, waren die
Animateure. Es waren drei oder vier. Ja, vier. Eine kam nur an zwei Tagen. Also so, so toll haben die das gemacht, wirklich. Und ich bin ja nicht der Typ, der Urlaub macht in so Animationshotels. Das sind nicht wir. Wir sind da, ja, wir machen einfach anderen Urlaub, aber das ist egal. Es steht auf einem anderen Blatt. Es ist jetzt auch echt egal. Jedenfalls war das schön für den Liam, weil die abends immer Lieder gespielt haben und er dann da mitgetanzt hat. Die Jungs haben Volleyball im Wasser gespielt, jeden Tag um eine bestimmte Uhrzeit. Und da hatten die wirklich so viel Spaß. Aber an sich das Personal und der Ablauf war grauenhaft in diesem Hotel. Es fing schon an mit meinem Auto, dass ich da kaum eine Möglichkeit hatte. Ich weiß nicht, wer dieses Parkhaus geplant hat. Aber es war die Hölle, wirklich. Also ich bin auch nie mit dem Auto raus. Wir waren wirklich nur dort. Wir haben anderweitig geschaut, dass wir irgendwie nach Tropea kommen. Mir war wichtig, dass da unten in Kalabrien mein Auto sicher steht. Nichts gegen die Calabresi. Um Gottes Willen. Nicht, dass sich jetzt jemand angegriffen fühlt hier, ne? Hallo? Wie gesagt, mein Papa wurde das Auto unterm Po weggeklaut, nachdem er getankt hat. Hat einer mal gemeint, er müsste kurz hier vorbeikommen und mein Papa das Auto eben wegnehmen, ja. Das war sehr gefährlich. Aber egal, andere Geschichte. Jedenfalls war ich nicht so glücklich in diesem Hotel tatsächlich. Also es war nicht schön. Das muss ich so sagen, ja. Naja, ist egal. Jedenfalls noch ganz kurz zurück zu Ostuni, also wo diese Masseria ist. Masseria Greco heißt die übrigens. Ich habe alles selbst bezahlt, ja. Nur so viel dazu. Also Ostuni nennt sich die weiße Stadt und ich wollte mir das natürlich an einem Tag anschauen. Wie gesagt, Auto sicher geparkt in der Masseria. Wir haben dann ein Taxi gebucht, 70 Euro für 11 Kilometer. Für uns im Süden eine absolute Abzocke, aber ja, als Tourist, ne? Wir sind dann da hingefahren und wir waren nur 2 Stunden dort. Es war einfach viel zu viel los. Es sind wie die Ameisen da gewesen, ne? So sagt man auf Italienisch. Und das war nichts für uns. Also wir wollten dann wieder weg. Wir wollten nicht in diese Menschenmassen. Wir haben es uns ja, kurz angeschaut, aber es war auch schon sehr, sehr dunkel. Vielleicht komme ich irgendwann nochmal nach Ostuni, aber es soll wohl wunderschön sein bei Tag. Wie gesagt, es ist alles komplett weiß, die ganzen Häuser und so weiter. Aber für uns war das einfach nichts. Ja, deshalb sind wir nach 2 Stunden wieder in die Masseria. Als wir in Potenza angekommen sind, war direkt ein Fest. Der Onkologe, der meinen Vater betreut hat, hat da auf der Bühne gesprochen. Das war für mich ganz, ganz schlimm, den wiederzusehen, seine Stimme zu hören. Stringentando naturalmente il numero e osservando tutte le misure di sicurezza possibili. Ja, alles war in Potenza nicht so, also was heißt alles, ne? Klar, ich habe meine Familienangehörige gesehen, es war ganz, ganz toll. Meine Tante hat mir wieder hausgemachte Nudeln gemacht und so weiter, aber ja, der Gang zum Friedhof ist natürlich nach wie vor das Schlimmste überhaupt, ja. Man steht da davor und versteht nicht, man versteht es einfach nicht oder man will es nicht verstehen, dass da wirklich der eigene Vater liegt. Ja, der Liam, der weiß, dass da der Opa ist, ja, der sagt immer, geh mal wieder zum Opa und dann läuft er direkt los und es war auch süß, kann ich euch kurz erzählen, da sind so Hecken, wenn man runterläuft und Liam lief so, die Hecke war da und dann konnte er quasi nicht ans Grab vom Opa schauen, von hier oben natürlich schon, ne, dann konnte er darüber schauen und dann lief er hier und dann sagt er, Opa ist weg, Opa ist weg, weil er konnte das Grab nicht sehen, ja. Und dann gießt er immer die Blumen, dann setzen wir uns dahin. Meine Mama hat da eine Bank gekauft. Ja, es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Und Zeit heilt keine Wunden. Das ist der bescheuertste Satz. Bescheuertste Satz, den ich jemals gehört habe. Also, sagt mir das nicht. Falls ihr das zu anderen sagen möchtet, also ich, für mich, kann ja nur für mich sprechen. Ich finde den Satz einfach scheiße. So viel zum ersten Schimpfwort. Bin ich kurz raus, es war ultra laut gerade da oben.
Also ich hatte euch auf Instagram auch ein paar Bräuche gezeigt und erzählt, wie das so ist, wenn man auf den Friedhof geht. Werde ich euch vielleicht jetzt auch mal einblenden. Also es ist so, um die Liebsten zu begrüßen, klopft man dreimal ans Grab. Es ist äußerst selten, dass die Liebsten in der Erde begraben werden. Da gibt es so Wände und da kommt dann der Sarg rein. Es ist auch äußerst selten, dass man, wie sagt man auf Deutsch, im Krematorium, ich will nicht sagen verbrannt wird, das hört sich so schrecklich an. Da gibt es ja diesen bestimmten Begriff, den ihr jetzt bestimmt gerade sagt. Ja, also das ist äußerst selten, aber da gibt es auch Gründe für. Jedenfalls, ja, begrüßt man so seinen Liebsten, spricht ein Gebet oder spricht eben mit seinem Verwandten, mit demjenigen, der eben gestorben ist. Und dann klopft man wieder dreimal. So, jetzt bin ich gerade kurz raus, weil es oben so laut war und der Max kocht gerade. Also das hört man bestimmt auch. So viel zum Thema. Es ist hier sehr, sehr schwierig, ja, Content einfach zu produzieren, Videos zu drehen. Ich brauche einfach einen festen Tag. Aber dann bräuchten ja alle Hausverbot, ne? Wäre natürlich auch nicht so schön. Also ganz kurz noch zu den Bräuchen in Italien am Friedhof. Und wenn man sich verabschiedet, klopft man eben wieder dreimal. Das kommt äußerst selten vor und es ist auch äußerst selten, dass jemand quasi in der Erde begraben wird. War das jetzt gerade Deutsch? Naja, ihr merkt schon, ich bin außer Atem, ich komme gerade von oben runter und außerdem ist es natürlich ein sehr, sehr schlimmes Thema für mich. Jedenfalls, ja, ist es halt so und wir haben auch eine Messe noch bestellt, sagt man auch so auf Italienisch, für meinen Papa, denn er hatte ja am 10. August Geburtstag. Es war eine sehr, sehr schöne Messe, die war im Freien mit der Fatima, la Madonna della Fatima. Richtig schön, natürlich auch sehr, sehr traurig, aber ja, der Pfarrer hat es sehr, sehr schön gesprochen, die Messe. Also hat eine schöne Messe gesprochen. Ja, meine Lieben, ansonsten bin ich hier wieder angekommen. Es gab hier natürlich wieder das Chaos des Grauens. Meine Männer haben das nicht so gesehen. Mein Mann, der hat es nicht mal geschafft, sein Bett oder das Bett quasi zu machen, weil er gemeint hat, oh, ist nicht schlimm, heute Abend lege ich mich ja eh wieder rein. Aber ganz kurz dazu, ihr könnt mir Videowünsche schreiben. Ganz viele haben sich Putzvideos gewünscht. Ja, ich musste hier definitiv erstmal wieder alles aufrollen, obwohl ich alles sauber hinterlassen hatte, aber ich war ja ganze 2 Wochen weg, das allererste Mal so lang, also außer als mein Papa gestorben ist, da war ich auch so lange in Italien tatsächlich und hier war irgendwie gefühlt Land unter, ich habe 3 Männer hier gelassen, aber gut, ja, so viel dazu. Ansonsten wollte ich euch noch so viel erzählen, aber ich bin jetzt sowas von raus und es ist auch ein Thema, das mich natürlich sehr, sehr auffühlt, das ist, denke ich, aber auch klar und wie gesagt, hier ist ja noch einiges anderes passiert, kann ich euch dann auch in den weiteren Videos vielleicht erzählen. Also das eine Thema, das ist natürlich sehr, also es ist der Wahnsinn, was passiert ist. Aber gut, jetzt muss ich mich erstmal wieder ein bisschen beruhigen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wie gesagt, hinterlasst mir gerne eure Videowünsche. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, ja, dann stellt sie sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Wie gesagt, ich habe jetzt wahrscheinlich die Hälfte vergessen. Ich wollte es so richtig schön machen, dieses Video. Aber schon seit 2 Wochen nehme ich es mir jeden Tag vor und es ist immer irgendwie was anderes gefühlt. Hier sind einfach zu viele Menschen in diesem Haus. Nein, Spaß beiseite. Also, ich wünsche euch jetzt nur das Allerbeste. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mir zuzuhören. Mit meinen ganzen grammatikalischen Fehlern, seht ihr, wieder. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.